Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute nochmal zu der neuen Masterverse Wave Nummer 12 bzw. 11, die jetzt aktuell schon bei Sniff Toys zu sehen ist. Noch nicht zu bestellen, aber schon angekündigt für Anfang März. Vier Figuren sind das, obwohl das ja vier Figuren sind, sind drei Figuren Wave 12 und eine Figur ist Wave 11. Also die Evelyn aus dem Film, also Movie Evelyn ist die, eigentlich normalerweise ist das Wave 11 und nicht Wave 12, ist trotzdem jetzt bei Wave 12 rausgekommen. Ist ein bisschen komisch, ist halt so. Und Wave 12 sind halt dann noch drei Figuren dabei. Noch dabei ist einmal He-Man, Battle Armor He-Man Nummer 2, die zweite Version. Besser als die erste Version, finde ich. Aber irgendwie ist der He-Man, der Kopf ein bisschen misslungen gewesen. Also meine Meinung dazu, die Version jetzt irgendwie ist schon ein paar He-Man rausgekommen, schon von der Malei mittlerweile. Und ich finde, der beste He-Man war dieser hier. Vom Kopf her, vom Körper her. Den hätten sie mal als Battle Armor rausbringen können, finde ich, wäre gut gewesen. Der neue Battle Armor He-Man, mir gefällt er absolut nicht vom Gesicht her. Vielleicht sollte man den Kopf dann einen zweiten für den anderen kaufen, den Kopf austauschen, keine Ahnung, aber mir gefällt er nicht so richtig. Movie Evelyn Wave 11 gefällt mir auch nicht so richtig, weil ich so ein Movie-Fan bin, ist Geschmackssache halt, mir gefällt die Figur nicht. Dann ist noch eine Figur dabei, noch Mechaneck, finde ich sehr gut gemacht, gute Umsetzung, also richtig schön gemacht, tolle Figur. Also wie gesagt, also die Figur, würde ich mal sagen, ist eine der Highlights der Wave 12. Und wie schätzt man, das ist ja aus der Kopfzelle. Erste Auflage davon, sehr gut gemacht, top. Und dann ist noch bei Triclops, ist es auch die zweite Auflage. Die erste Auflage ist nicht so erfolgreich gelaufen, hat jetzt gekauft damals vor fast 3 Monaten für 16,99 €. Ist diese Version gewesen. Ist es die zweite Auflage? Mir fällt die zweite Auflage besser als diese Auflage von Revolution, als ein New Eternia. Was ich an diesem Triclops zum Beispiel nicht so gut finde, hat braune Haare, nicht schwarze Haare, wie die Figur sein sollte, finde ich. Und der neue Triclops hat halt jetzt schwarze Haare, finde ich gut, und zwei Schwerter dabei. Eine coole Figur. Ich habe mir nicht reingepackt, was Sniff Toys und kann die mal angucken, die Figuren. Und eine Figur fehlt noch, ist die Frage jetzt wieder, kommt die raus bei uns oder nicht raus? Und zwar King Keldor. Die ist jetzt eigentlich nur mal so Wave 12, aber Wave 12 haben die dann Evelyn reingepackt. Keine Ahnung warum. Ist halt so und deswegen King Rinder kommt vielleicht später raus. Vielleicht kommt ja Wave 13 raus mit bei Wave 13 dabei. Ist Wave 12 bei Wave 13 rein? Keine Ahnung. Das sind die vier Figuren, die bald rauskommen werden. Masterverse. Dann sag ich mal schönen Abend noch und bis bald. Ciao.